Jetzt sollte man die Torten an dem Feuer fotografieren. Wir sind heute im Bewerbungsgespräch. Fühlen Sie sich wohl? Sehr gut. Wir sind heute hier zusammengekommen, weil wir einen Geburtstagstorten Vertreter brauchen. Jemand, der hat schon viel von uns gehört. Sehr viel. Und ich bin sehr froh, dass wir Sie hier haben. Wir müssen einen anschauen. Farbe ist natürlich wunderschön. Zu unserem Bewerbungsgespräch gehört natürlich auch ein kleiner Fortbildungsaspekt. Und aus dem Grund bitte ich Sie, einmal unsere Palette an Torten durchzuposten, damit Sie dann später wissen, wovon Sie sprechen. Sieht ja sehr lecker aus, aber ich bin allergisch gegen Torten. Ich könnte mal so Sinn brennen und auch schlafen. Das Problem kann ich Ihnen nicht. Das tut mir aber leid. Geburtstagstorten sind nur für zwei Dinge gut. Ja, für die zweite. Welche ist das denn? Dann nehmen Sie mal einen Platz. Und dann jetzt zeige ich Ihnen, was man sonst noch mit Torten macht. Vielleicht noch etwas anderes probieren. Sie brauchen einen Vergleich. Ja. Gut. Das ist ein Dauerbrenner. Dann kommen wir zum Dauerbrenner. Vanilletorte. Vanilletorte ist immer ganz speziell. Das dachte ich mir. Das kann ich auch sehr gut verstehen. Theoretisch ist das auch mein Liebling. Wissen Sie, wir haben die Vanilletorte und zu unserem Evergreen sollten Sie vielleicht sich noch mal genauer bezeugen, was Sie da eigentlich vor sich haben. Ein hübscher Tortenguss oder ähnliches macht sich auf Helden und ihr Kunden nicht mehr besonders potent oder schönes weißes Hemd. Eine perfekt abgeschnittene Krawatte zu ihrem Outfit, zu diesem schicken, schicken Anzug. Dann geht es mir nicht an. Wenn man das so gut vergleichen kann, habe ich noch etwas von Vanilletorte gesehen. Kommen wir zu etwas, was wir Ihnen noch gar nicht gesetzt haben. Ja, wenn ich etwas Neues sein muss, die Schokonote in der Welt. Das ist nicht so einseitig.
Hoffnung. Zwei kleine Überraschung, Hoffnung, bitte sehr. Das ist nochmal der Evergreen. Thank you.